ein ganz, ganz kurzes Intro. Guten Morgen zu Vlogmas Tag 11. Heute steht viel an. Zuerst werde ich mit meinen Eltern ins Kino gehen. Wir schauen Findet Dory an. Danach kommt aber der erste Part, wo ich wirklich die Kamera wieder raushole. Und zwar werden wir heute den Geburtstag meiner besten Freundin nachfeiern. Yes. Wir sind zu viert. Und ich habe mir ganz tolle Sachen überlegt und es wird richtig witzig und ich freue mich. Und ich muss los. Also, wir sehen uns. Bis gleich. So, Kino war richtig schön. Der Film Findet Dory. Ich habe so geheult. Oh. So, jetzt geht's los zum Katzencafé. Das ist sehr gut. Ich bin selber voll aufgeregt. Fragen auf. Die Katze. Katzentempel. Gehen wir? Gibt's da Katzen? Gehen wir mal rein. Finden wir es heraus. Was ist das jetzt hier für ein Laden? Also, das ist ein E-Katzencafé, wie man es von Japan und Korea inspiriert kennt. Hier sind relativ wenige Katzen. Das ist auch das erste Katzencafé Deutschlands. Und die Katzen können hier auch rumlaufen und alles. Können sich aber eben auch zurückziehen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Wie sie heute gerade wahrscheinlich. Ja, wie ihr auch sehen könnt, vegan. Das sind die Katzen. Genau, vegan, vegetarisch. Oh, das hat noch gefehlt. So Ohren. So, das ist mein veganes Rührei. Es riecht so toll. Wahnsinns Kameraführung! Nein, ich bin der Freak mit dem. Ich bin peinlich, ich weiß. Aber. Also, das Rührei ist nicht schlecht, kommt natürlich auch nicht an ein natürliches Rührei ran, aber es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Das Brot ist sehr lecker. Heiße Schokolade mit Macadamia-Milch. Ich verbrenne mir wahrscheinlich wieder mega den Mund, aber. Das tust du. Der Schaum ist gut, aber. Nein! Das ist das heiße. Deins ist besser. Deins ist lustiger. Ja. Aber trotzdem. Das nächste Mal wird Hafer gewählt. Es ist eine Katze erschienen. Hat jemand einen Pokéball dabei? Ich muss Mauzi fangen. Nein. Nein. Komm her. Hallo. Da haben wir schon die erste. Hier gibt es ganz viele vegane. Richtig lecker. Ich nehme den da. Sauer Schokostreusel. Hier ist die coole Area. Sieht man ja. Und es ist noch eine Katze. Leider hatten wir heute noch nicht das Vergnügen, eine Katze zu treffen. Aber zu meiner Verteidigung, das Messer ist in der Scheibe. Was? Ich glaube, da dachte jemand etwas anderes. Jemande? Ich habe nicht zugehört. Das Messer ist in meiner Scheide. In einer, habe ich gesagt. Das macht's nicht besser. Bist du YouTuber? Das habe ich hier noch gar nicht, das weißt du nicht gar nicht. Und dann irgendwann so, hey du, wird dann so angetatscht. Und die Frau so, hey du, ja, bist du YouTuber? Und dann ich so, ja, so ein bisschen so. Gerade erst angefangen, sie so, oh, ist das dein erster Vlog? Ich so, nee, ich habe schon ein paar vorher. Ja, wie viele Follower hast du denn? Und dann ich so, ja, nicht viele, nur 5. Sie so, ah, okay. Aber eiskalt
ohne Tschüss, ohne. Interessant. Ich bin auf der Straße in München. Nein, du weißt gar nicht, wo wir sind. Du weißt jetzt überhaupt nicht, wo wir sind. Nein. Ersticke ich dich gerade? Nein. Nimm die Hand weg. Cheesy Lovers. Ja. Veggie Gemüse mit Gläschen. Mac and Cheese. Spinat. Ja. Gut. Kannst du dich mit Hand essen? Hauch ein.